Hallo, ihr Gewirrlinge! Arik und seine Gefährten haben es geschafft. Die Ranzai-Passage, die hier irgendwo ist, da, Ranzai-Passage heißt sie. Dort die Insel zu erkunden, das war hier, das war da, das war dort. Ja, großes Dreieck. Und ich will zurück segeln nach Neketaka, um ganz viele Questen abzugeben. Aber ich mache noch einen Schlenker entlang von Magrans Zähnen, weil ich glaube, hier ist noch ein Kratunos Ratun. Und irgendwie, die Großquirling ist gerade in gutem Zustand. Die Besatzung auch. Ich könnte ein bisschen Moral gebrauchen. Die ist mir durch irgendeinen, ich glaube, es war ein Bug, ist mir die abgezogen worden, von wegen Dehydrierung. Dabei war doch genug Wasser da, oder? Oder war nicht genug Wasser da? Hm. Oh, der segelt auch noch von mir weg. Hat der ein Glück. Naja, jedenfalls würde ich diesen Kampf gerne noch machen. Und dann nach Neketaka zurücksegeln. Und dann gibt es da sehr, sehr viel zu tun. Inklusive neues Schiff. Ich glaube, jetzt kommt er mir entgegen. Oder? Der Angeber? Du bist doch ein Ratun. Du bist ein Ratun. Bumm. Er hat es ja nicht anders gewollt. So, das ist Kratunos auf der Grisunder und ich mache das alles in einem Schnelldurchgang. Moral erlangt 6, sehr schön. Und dann Münzen mit der Mannschaft teilen. Nochmal plus 7. Und der Rest, inklusive Triumph der Grisunder, geht ins Verscheck. Ratun-Langschiff versenkt, sehr schön. Und dann, aber jetzt echt auf nach Neketaka, es sei denn, ich habe noch irgendwo eine Kopfgeldqueste. War das Kuaro? Das war die ich erst in der letzten Episode oder vorletzten Episode aufgenommen habe. Kopfgeld Kuaro tatsächlich. Weil der mir jetzt gerade so in der Nähe rumsegelt, würde ich den auch ganz gerne noch versenken. Bim, bim. Ach so. Ihr seid verletzt. Geht mal da zum Onkel Doktor. Du kannst deinen Dienst antreten. Kuaro ist nicht weit. Irgendwo hier. Kuaro. Der Biss von Ngati. Ja, von wegen. Der Biss der Großquirling. Und zwar von hinten ins Genick und Tempo. Das nennt man ein kurzer Prozess. Ich bekomme den Triumph von Kuaro, eine königliche Bronzekanone. Ich teile die Münze mit der Mannschaft. Und weg. Tüdü. Erst würde ich ganz gerne noch diese Quest abgeben bei Udita. Die ist in Stauholz. Oh Mann. Na komm. Das geht auch noch. Ach so, wer ist denn verletzt? Ach, Birta ist verletzt. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Es gibt jetzt wieder Wasser. Habe ich noch Wasser? Hier, ganz viel. Sonst sinkt die Moral, weil die Kollegen in verletztem Zustand
arbeiten müssen, was ich durchaus nachvollziehen kann. Da war irgendein Schiff, aber nichts Schlimmes. Oh, ist das weit. Aber es gibt wieder Gesang an Bord, endlich. Also wenn ich die Kollegen und die Mannschaftsmitglieder nicht mehr singen höre, so muss ich mir Gedanken machen. Da kann wieder irgendwas Böses passiert sein. Stauholz. Refugium des Hebers. Annehmen, reinlaufen, Schiffsvorräte aufstocken und die Queste abgeben. Und es kann sein, dass die noch eins mehr hat. Das ist, glaube ich, die Versenke dies oder jenes Questgeberin von den Principi, nehme ich an. Hier. Kuarus irgendwas liegt in Andras Händen oder so ähnlich. 2.500 Kupfer. Hat's ihn ordentlich versenkt. Was? Mast und Schotbruch, du hast echt Talent. Ulida klemmt ihre Pfeife fest und kramt einen Münzbeutel für dich hervor. Sehr schön. Noch was? Als nächstes wirst du einen valianischen Kapitän aufs Korn nehmen. Steinstampfer Rodul ist ein Gebirgszwerg mit einer Vorliebe für das Versenken von Verfechtern der Freiheit. Mit anderen Worten für Piraten. Du wirst mir also einen persönlichen Gefallen tun, wenn du seinen Kahn versenkst. Mach ich. Kopfgeld Steinschaffer Rodul. Ja, genau. Rodul segelt auf der Galeone Ziegenhorn in den offenen Gewässern östlich von der Ketaka. Okay, das liegt dann auf dem Weg. Also, erstmal hier. Dort Vorräte auffüllen. Danke. Und über das Meer? Über das Meer? Achso, es geht nicht, weil ich ja irgendwie da war. Jetzt geht's aber über das Meer. 4 Minuten, genau. Ihr braucht 4 Minuten, um über den Steg zu laufen und auf die Großquirling zu klettern. Mann, seid ihr Helden. Jetzt geht's aber nach Nekitaka. Nekitaka, Nekitaka, Nekitaka. Wo ist dieser Steinschampfer Rodul? Ach, der wäre da. Aber ich muss dann danach zu Stauholz zurück. Nee, das mache ich jetzt erstmal nicht. Da würde ich gerne hin. Halt, ich habe nur noch 2 Verletzte. Warum auch immer. Das heißt, Birta kann wieder kochen. Und hier habe ich wieder einen Matrosen mehr. Und du bist auch? Ja, tatsächlich. Na dann. Weiter. Heute fluppt es ja richtig hier. Und ich habe seit 150 Episoden nichts mehr für die Hauptquest getan. Oder so ungefähr. Doch, ich glaube, es könnten fast 150 Episoden gewesen sein. Oder sogar mehr. Keine Ahnung. Nekitaka! Erstmal an den Ankerplatz der Königin. Gleich mal zu Sansa. Da muss ich auf alle Fälle hin. Sansa, hallo! Willkommen zurück, immer eine Freude, dich wiederzusehen. Was macht die See? Ist sie sanft? Ich hoffe doch, dass sie deine Expedition nicht verzögert. Wie kann ich helfen? Ich habe neues Material für dein Buch. Wow, ich habe mich schon gefragt, was da drüben los ist. Ich habe eine Liste gemacht. Feuerriesen, riesige Feuerameisen, Feuerschlangen stand nicht auf der Liste. Moment, heißt das was? Feuerameisen? Was? Du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft. Oh, ich könnte dich küssen. Zwinker jederzeit. Was findet ihr denn los? Ich finde das lustig. Und Arlot findet das überhaupt nicht lustig. Ach, Arlot, du bist doof, weißt du das? Sansa winkt mit einer Hand ab. Er winkt ab und läuft bis über die Ohren rot an. Ja, erst Angebote machen und dann den Schwanz einziehen. Ja, typisch. Weiter. Damit landen unsere beiden Namen in den Geschichtsbüchern. Ich bin mir ganz sicher. Er weiß wirklich nicht, mit wem er redet, oder? Arlot seufzt durch die Nase. Er kann durch die Nase seufzen. So, kehre zu Sansa zurück, habe ich gemacht. Ich stehe kurz davor, alles zusammenzustellen. Komm später wieder und ich werde dir die allererste Kopie des Erforscherhandbuchs für das Todesfeuer geben. Sansa presst die Hände zusammen und scheint auf der Stelle zu tanzen. Das gibt Thema vergessliche Nacht, das ist ein Drink, Hulle-Erfahrung und 7000 Kupfer. Das ist auch nicht schlecht. Danke. So, raus. Das heißt, ich muss nochmal zu ihm hingehen und bekomme dann ein Buch. Aha.
Na? Laden? Danke. Ist doch alles gar nicht so schwierig. Ich würde jetzt mal bei der Guten hier oben, das ist die Händlerin meines Vertrauens, mal so ganz, ganz viel Zeug abladen. Und das wird dauern. Das werden... also ich schätze, ich rechne ernsthaft mit einer 250.000 Kupferstücke, die ich jetzt bekomme. Von Vanika. Und ob das stimmt, das sehen wir gleich. So, leicht verschätzt. Es ist nicht eine 250.000, es ist über eine 350.000. 352.000. Ich habe von jedem, von jeder hervorragenden Waffe habe ich noch übrig, was übrig gelassen. Außer hier habe ich sogar... Na, komm, weg. Die habe ich komplett behalten, weil ich die vielleicht noch brauche. Und ja, alles Einzigartige sowieso. Und auch hier alles Einzigartige behalten und von den hervorragenden jeweils eins auch behalten. Und hier gab es nicht viel zu verkaufen, nur das, was nicht magisch war. Hier nichts verkauft. Hier nichts verkauft. Hier die doppelten Bücher. Ja, das war ein kleiner Fischer hier. So, danke. Es gibt hier eine Menge. Stufenaufstiege, aber es gibt vielleicht auch sogar den von Alot, weil ich ja noch ganz viele Quests abzugeben habe, glaube ich. Aber erstmal geht's in Richtung der Werft, weil ich gerne eine neue fette Dschungel hätte. So, wo sind sie denn? Hier. Nee, lass das mal nicht machen, weil ich habe ja jetzt eine Dschungel zu kaufen. So. Sehr gut. Und bei der Gelegenheit Drachenflügelsegel. Was machen die denn? Ich bin im Kampf schneller, das ist aber beim Schiffskampf nur. Ein Segelzustand ist besser und bin 10% schneller unterwegs. Magiesegel ist genau das gleiche, aber nur halb so gut. Dann auch noch ein Drachenflügelsegel. Ich hab's ja. Knochengerüst, Rumpf. 5 Meter Kampf, Geschwindigkeit und Reisegeschwindigkeit. Da hier ist besser. Rumpfzustand wächst und Reisegeschwindigkeit um plus 5%. Kaufen wir auch. Ja, komm schon. Und dann noch irgendwelche Ausbauten, weil jetzt kann ich es ja machen. Das ist, glaube ich, das größte Schiff, was man haben kann. Ach, hier sind noch andere, aber das ist alles nur kleines Zeug. Das nutzt nichts. Nee. Ach so, ich mal vom Preis runter sortieren. Absteigend. Ein emiranischer Stahlanker. Was macht der? Noch ein bisschen schneller. Kaufe ich mir? Also einen. Ich habe nur 33, um Gottes Willen. Einen. Ein emiranisches Stahlruder. Wieso hast du so viel davon? Das ist nur im Kampf gut. Brauche ich eigentlich nicht. Arkane Laterne ist cool. Eine. Ja, das ist Blödsinn. Ach ja, Quartier des Kapitäns. Macht die Kabinen des Kapitäns luxuriöser und Menagerie. Ein Gehege für sämtliche zusätzliche Nahrungstiere, die nicht auf Abenteuer mitgenommen werden können. Ja, das ist cool. Kaufe ich mal alles. So. Wie viel habe ich? 398, 32 gehen weg. Dann habe ich noch 160 und ein paar zerquetschte. Und ich bekomme noch ein paar Kupferbeutel in die Hand, glaube ich. Aber das ist erstmal alles. Handeln. Ist das teuer. Und dann Schiff. Das hier ist das neue Schiff. Und es ist keine Dschungel, es ist die Supergewehrling. Und sie bekommt. Also erstmal alles weg hier. Wie geht denn das? Kanonen? Kann ich die nicht hier? Ach, so unten ist die Mannschaft. Ja, ja, ja. Hab's verstanden. In Kanonen zu investieren macht eigentlich fast keinen Sinn, weil ich diese Schiffskämpfe eigentlich gar nicht mehr machen möchte. Aber nehmt mal alles weg hier, was hier ist. Da ist ja nichts, genau. Ihr da rein.
Gleich haben wir es geschafft. Ich brauche sogar einen Mann mehr hier auf dem neuen Schiff. Ja, hier ist nirgendwo mehr was, will ich hoffen. Das ist das neue Schiff. Da brauche ich zuallererst mal einen. Was ist das? Das ist ein Bootsmann. Das ist Beodul. Das sind die Matrosen. Rumtrottel Riggere wird sein Werk verrichten. Kleine Leuka. Schildschwester Delia. Mutter Scharfessen. Und Chitopec. Du bist aber eigentlich eher Kanonier. Also ich könnte auch einen Matrosen gebrauchen. Was die Kanoniere angeht, da hätte ich Baltia. Chitopec. Nia. Du warst doch irgendwie, die habe ich da rausgeschmissen. Alt Engrim. Emaini war mit an Bord, genau, zuletzt. Und Alet, glaube ich, auch. Oh, Kanoniere habe ich genug. Dann hätte ich gerne Lendrit am Steuer. Birta in der Küche. Im Ausguck hätte ich gerne hier meinen kleinen Imp. Der hält auch die Möwen fern. Birta wird kochen. Und Großmaul wird der Chirurg sein. Ich brauche also noch einen Matrosen. Jo. Und 1, 2, 3, 4, 5, 10 Kanonen. Und ich habe ein paar Ausbauten. Das ist hier oben jetzt. Segel. Die kann man aber auch nicht verkaufen, oder? Ich glaube nicht. Also das Sturmwindsegel. Achso, das kann ich hier jetzt nicht sortieren. Das Sturmwindsegel 15, 15, 15. Ja, die Reisegeschwindigkeit ist das, worauf es mir ankommt. Also das Sturmwindsegel. Zack. Dann der Rumpf. Schwarzholzrumpf plus 5%. Jawohl. Ist genommen. Segel. Oder wie war das? Ist die Flagge. Obsidianflagge. Propone Füchse. Dann nehmen die wieder. Kanone muss ich mir noch überlegen. Fünf. Eins, zwei, drei, vier. Mach das mal so. Der Welt aus Schnauze. Eins, zwei, drei, vier. Und das Ding hier. Ich werde keine Kanonen kaufen, weil ich habe genug von diesem Kram hier. Er beutet sicherlich noch ein paar. Und macht sowieso keine Schiffskämpfe mehr eigentlich, wegen Beute. Dann, Besonderheiten. Ymiranischer Stahlanker. Da steigt die Reisegeschwindigkeit um 2 auf 80. Und hier auf 85 dann. Habe ich nicht ein Ruder gekauft? Also mal ehrlich, habe ich nicht ein Ruder gekauft? Standardruder habe ich jetzt nur. Das ist ja nichts. Das ist ja komisch. Ach so, Farben kann ich noch vergeben. Rumpffarbe. Mach die mal. Gewehrblau. Und Farben vom Schiff und dem Namen. Das ist dann irgendwie so. Segel. Und das Segel ist dann weiß. Das sind ungefähr die Gewehrfarben. Genau. Ja, das Ruder fehlt mir. Und das Ding, was mache ich denn damit? Ah, das kann ich dann hier hinziehen, oder wie? Gut. Menagerie. Ja, Ruder ist noch ein Thema. Halt, bleib doch stehen. Willst du Geschäft machen oder nicht, du dusseliger Zwerg? Ymiranisches Stahlruder. Habe ich das nicht gekauft? Ach, weil es nur Kampfgeschwindigkeit gibt. Scheißegal. Darauf kommt es auch nicht mehr an. Also, das ist dann hier.
aufgetakelt. Ich habe doch geahnt, dass es dafür einen Erfolg gibt. Jetzt muss ich das nächste Mal, wenn wir auf hoher See sind, mir mal das Schiff wieder anschauen, um die Kapitänskajüte und diese Menagerie anzugucken. Jo. Soweit dazu. Dann habe ich, glaube ich, bei Anya und bei Direktor Castol was zu besorgen. Das wird auch gleich noch gemacht, auch wenn es lange gedauert hat jetzt hier. Und dann muss ich ins Guestbuch schauen, weil ich nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Anya. Ich glaube, bei dir habe ich was zu tun. Ich habe mich um Desivar, den weiblichen Hai, gekümmert, genau. Belfetto, endlich einmal können unsere Erkundungsschiffe ohne Furcht in See stechen. Das zu wissen ist von unschätzbarem Wert, damit ist die Quest abgeschlossen. Sie strengt sich an und hieft einen Sack voll Münzen vor deine Füße. Sie hieft einen Sack voll Münzen vor deine Füße. Wenn man das in Real Life mal häufiger passieren würde, aber naja. Wobei 3500 Kupferstücke. Das größte Kupferstück ist ja, also quasi ein 5-Cent-Stück und davon 3500. Wenn es ein 10-Cent-Stück wäre, wäre das 350 Euro, aber es ist nur die Hälfte, also 100 und ein paar, also knapp 180 Euro. Das ist schön, aber das ändert das Leben nicht. Ja? Weiter. Du hast den Lumpenhunden vom Ankerplatz der Königin alle Arbeit abgenommen und jetzt habe ich dir nichts mehr anzubieten, nur noch das hier. Zögernd streckt Anya die Hand aus und lehnt den Kopf mit einem verlegenen Lächeln zur Seite. Wie? Was? Die streckt die Hand aus? Will die jetzt einen Handkuss oder was? Oder was will die jetzt? Das hier. Das haben wir eine Freude, mit dir zu arbeiten. Ich weiß nicht, was ich will. Okay, so. Das wäre erledigt. Direktor Castro bekommt auch noch Bescheid gestoßen. Der wird not amused sein über das, was ich in Krummsporn gemacht habe. Der steckte ja mit Furante unter einer Decke. Aber ganz ehrlich, Castol, also ja, Weilianer werden unterstützt bei mir, aber nicht so. Nicht um jeden Preis. Hier rauf, oder wo ist der? Ist der oben? Der ist oben. Der ist oben, ganz bestimmt. Oben in seinem protzigen Büro auf dem Schreibtisch, der irgendwie doppelt so lang ist wie er selber. Warst du das hier? Ja. Direktor Castol, ich wünschte wirklich, du wärst vor einem Jahr schon hier gewesen. Die königliche Todesfeuergesellschaft hätte keine Chance gegen uns gehabt. Gut, gibt es einen Grund für deinen Besuch? Ich ging für Furante nach Krummsporn. Ah, ja, diese Sache. Was ist daraus geworden? Castol vertieft sich darin, seine Brillengläser zu putzen. Und die Starven sind frei. Ich verstehe. Ich bin sicher, du hattest deine Gründe dafür. Oh ja, die solltest du auch haben, mein Lieber. Castol zieht den Kopf ein und wirkt momentan aus der Fassung gebracht. Wie konntest du nur annehmen, dass ich Sklavenhändlern helfen würde? Ich wollte dich nicht beleidigen, Wächter, wirklich. Ich hätte dir die ganze Geschichte anvertrauen sollen, gar keine Frage. Ja, dann mach jetzt. Aber jenseits des Einflusses des Kahanga-Stammes, überall in Eora geht der Handel weiter. Es ist eine Einkommensquelle, auf die zu verzichten ich mir kaum leisten kann, selbst wenn man Teufel wie Furante mit einberechnet. Seit wann macht denn die Weilianische Handelsgesellschaft was in Sklavenhandel? Das ist mir komplett neu. Also das deutet er ja gerade an, oder verstehe ich das komplett falsch? Naja, auf jeden Fall, Queste gleichgesinnt abgeschlossen. Gibt sehr viel Erfahrung, natürlich keine Belohnung, klar. Ich war nicht dabei und ich bin sicher, du hast die Dinge so geregelt, wie du es für richtig hieltest. Oh ja, du hast dich als kompetent erwiesen, ohne Zweifel. Nun warten würdigere Aufgaben auf uns. Und das wäre im Moment nichts. Okay. Leider reicht's für Aluts Level Up immer noch nicht. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Also, die Episode ist schon sehr lang. Ich mache jetzt hier mal ganz schnell noch die Episoden. Ach, die Stufenanstiege, ist doch nicht wahr, Alter, oder? Arik, du bekommst einen Punkt auf Fingerfertigkeit und einen Punkt auf Tiefblick. Weiter. Und jetzt habe ich die letzte Kraftstufe, weil du jetzt Level 19 geworden bist. Was habe ich denn da Neues? Prestige erhöht deine Kraftstufe und damit die Effizienz aller Fähigkeiten. Das ist geil.
eingebildete Pein. Angriffe, die den Mönch verfehlen, haben die Chance, dem Mönch eine Wunde zu verschaffen. Auch nicht schlecht. Ermächtigte Schläge, die ermächtigten Angriffe. Na, das ist Quatsch. Lese ich gar nicht weiter. Flüstern des Windes. Der Mönch wird eins mit dem Wind. Verschwindet und eilt von Feind zu Feind. Dabei trifft er jeden mit einem vollen Angriff. Sobald der Mönch die maximale Anzahl an Feinden angegriffen hat oder keinen weiteren Feind mehr erreichen kann, erscheint er wieder in seiner Mönchsgestalt. Das gefällt mir auch gut. Aber wie viele Feinde macht das denn? Reichweite 10 Meter und plus 10 Meter zum Überspringen. Kostet aber auch 5 Wunden. Wobei, ist auch nicht so schlecht. Ziel. Also das Ziel und 5 Feinde. Vielleicht Feindziele. Also es scheint maximal 6 Feinde zu treffen, oder? Ein Ziel und 5 Feindziele oder so. Also 5 oder 6. Ist verlockend. Was ist das hier? Innerer Tod. Der Mönch führt einen mächtigen Schlag aus, der nicht nur den Körper des Gegners, sondern auch den inneren Kern seiner Seele trifft. Wenn der Angriff zu einem kritischen Treffer führt, ist der eintretende Schaden immens. Das ist auch verlockend. Kostet allerdings Demütigungen und das ist wiederum nicht so schön, weil Demütigung ist die knappe Ressource bei Arik, die sich nicht regeneriert während des Kampfes durch Dresche. Also bekommst du das hier und... Und... Das weiter. Also Flüstern des Windes und Prestige. Ederchenbärchen. Du bekommst noch einen Punkt auf Athletik und einen auf Überleben. Weiter. Du hast auch schöne neue Sachen. Du hast auch dieses Prestige. Du hast Holzhacken. Die ermächtigten Angriffe lese ich gleich weiter. Und das hier, unerbittlich. Also das erste, was ich hatte... Der Kämpfer lässt sich nicht besiegen. Wenn der Kämpfer sein Bewusstsein verloren hat, geht er mit teilweise geheilter Gesundheit, also steht er mit teilweise geheilter Gesundheit wieder auf. So, und das kann ich verbessern zu. Wenn der Kämpfer oder die Kämpferin sich erhebt, erhält er oder sie Disziplin. Das ist die Ressource für die Spezialfertigkeiten. Ist nicht schlecht, aber ist natürlich nur dann, wenn er niedergeknüppelt wird, was sehr selten passiert bei EDR. EDR ist derjenige, der am wenigsten niedergeknüppelt wird. Und wenn Eder niedergeknüppelt wird, dann ist der Gegner so heftig, dass es mir auch nichts nutzt, wenn Eder dann wieder aufsteht. Also eigentlich ist das ja schon fehlinvestiert, so gesehen. Was habe ich hier? Inspirierter Schlag, nö. Treffer hinnehmen. Der Kämpfer stellt sich zwischen feindliche Angriffe und seine Verbündeten. Der endgültige Gesamtschaden aller Angriffe auf Verbündete in der Nähe wird halbiert. Und der Kämpfer erleidet die andere Hälfte als reinen Schaden. Das ist aber scheiße. In zweiter Hieb, der Jäger führt einen Primärangriff aus, der zusätzlichen Durchschlagskraft und den Rüstung des Ziels verringert. Irgend sowas. Doch so. Prestige Treffer hinnehmen. Weil Treffer hinnehmen ist eher was Defensives, wenn man so will. Das schützt die Kameraden. Will ich haben. Xoti, du bekommst einen Punkt auf. Athletik und einen Punkt auf Geschichte. Du hast dann hier die Stufe 19 auch. Peitschende Rebe kriegst du sowieso. Prestige ist natürlich nicht schlecht. Berats Hand entzieht dem Ziel Lebensenergie und verringert ihre Kraftstufen erheblich. Dies verringert die Stärken von Zaubersprüchen und Fähigkeiten. Aha. Oder Wählze Segnung. Der Priester gewinnt die göttliche Aura von Vael. Die Verbündeten in der Nähe erhalten einen Bonus für alle Verteidigungen. Darüber hinaus können auch alle Feinde, die jemanden angreifen, der unter dem Schutz der Gottheit steht, durch das Licht geblendet werden. Oder? Scans Rache! Er schafft einen Bereich göttlicher Dunkelheit, die bei allen, die sich innerhalb des Bereichs befinden oder diesen betreten, eine Blendwirkung hervorruft. Die bei allen. Also alle ist doch auch, sind doch auch die eigenen Leute. Ist doch Quatsch. Rümergants Ruf. Der Priester ruft nach Rümergant und er schafft eine Öffnung in das weiße Nichts. Der Bereich pulsiert und zieht alle in der Nähe an, während er Frostschaden anrichtet und die Dauer aller vorteilhaften Wirkungen verkürzt. Das ist schön. Und hier? Makrans Macht. Der Priester ruft Makran an, das Ziel durch Flammen zu reinigen. Daraufhin wird das Ziel bombardiert mit Flammensäulen, bis seine Sünden getilgt sind. Jede Flammensäule verursacht Brand, Wuchtschaden und verringert die Dauer der schädlichen
unvorteilhaften Wirkung auf das Ziel. Ich nehme Prestige und Rümerganz. Segnung. Prestige und Rümerganzruf, so heißt es. Und Dringil noch. Der bekommt einen Punkt auf Athletik und einen Punkt auf Bluff. Und er bekommt wahrscheinlich auch Prestige. Was ist das hier unten? Verschwindender Schlag. Schlage einen Gegner und verschwinde sofort in die Schatten, was dich kurze Zeit unsichtbar macht. Das ist doch Blödsinn. Das war aber noch nicht für 5 Sekunden unsichtbar. Käse. Auf jeden Fall das da. Was ist das hier? Wand aus... Nee, was? Wand des blitzenden Stahls. Wenn ein Schurke einen kritischen Treffer erzielt, verschafft er sich für kurze Zeit Bonusabwehr. Das ist schön. Bei ausgeteiltem kritischen Treffer. Das ist ja auch... Das gilt ja auch für Fernkampfangriffe. Ja. Und das hier, mörderische Absicht. Ermächtigte Angriffe gegen Feinde, die bluten oder dem Tode nahe sind, sind bei einem Treffer garantiert. Nochmal langsam. Ermächtigte Angriffe gegen Feinde, die bluten oder dem Tode nahe sind, sind bei einem Treffer garantiert. Sind bei einem Treffer garantiert ein kritischer Treffer. Und erhalten einen erheblichen Bonus für den Schaden durch den kritischen Treffer. Also 100% Treffer zu kritischen Treffern umgewandelt. Gegen kleiner gleich 50% Gesundheit Ziele. Plus 100% kritischer Schaden. Das heißt, wenn ich den da mache, Arterienstich. Betroffene Gegner bluten nun auch, wenn sie sich bewegen. Und erleiden mit jedem Schritt reinen Schaden. Also wenn der Gegner blutet durch einen erfolgreichen Arterienstich und man dann... Also das kostet einen... Das kostet einen Schuss. Eine Arglist, will ich damit sagen. Und ich dann mörderische Absicht... eine Ermächtigung benutze, um dann zum Beispiel den Schachzug zu machen. Der mit hoher Wahrscheinlichkeit trifft und sowieso schon mit hoher Wahrscheinlichkeit krittet. Und wenn er nicht krittet, sondern nur normal trifft, dann krittet er aber extra. Dadurch. Und macht mächtig Schaden. Das ist jetzt nicht verkehrt. Allerdings die Ermächtigung, das ist so wenig, das ist doch alles irgendwie komisch. Ich nehme das hier. Prestige Wand des blitzenden Stahls. So. Lange Episode zu Ende. Ich bringe die Helden noch runter auf die Straße und dann muss ich mal gucken im Questbuch, wo ich jetzt überhaupt noch Questen abzugeben habe. Ich meine, die eine Kopfgeldgeberin, die an der Heiligen Treppe steht, die muss ich, glaube ich, besuchen. Da ist, glaube ich, auch noch ein Lehrer, den ich noch anbaggern könnte hier mit Arik und da diesen nächsten Segen mir holen könnte. Ansonsten muss ich wirklich das Questbuch konsultieren, weil ich es nicht mehr weiß. Ist aber auch nicht schlimm. Das kriegen wir alles hin. Arik, bist du jetzt mal fertig hier mit Laden? Jo. Video aus, Episode zu Ende und weiter mit den Helden in Neketaka beim Questen abgeben und Dinge tun. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.